Hallo lieber Krebs und willkommen zu deiner Vier-Elemente-Monatslegung für den August. Ich bin Daniela und wie immer schauen wir in dieser Legung in die vier Elemente hinein, die wir auch im Tarot wiederfinden und beginnen wie immer im Osten mit dem Luftelement, also mit dem mentalen, mit der mentalen Energie, mit dem Denken. Und ja, ich habe das Gefühl, dass hier irgendetwas richtig gut läuft. Ja, dass du quasi deine Gedanken drehen sich darum, dass du mit etwas Erfolg hast und dass, wenn du mit etwas Erfolg hast, was du dann daraus machst oder was du damit machst, das kann zum Beispiel auch sein, dass möglicherweise eine Summe Geld reinkommt und du dir überlegst, wenn ich das in Händen halten, was mache ich damit oder dass du irgendeine Qualifikation abschließt in der Zukunft und dir überlegst, wenn ich das dann habe, was mache ich dann damit, ja? Ist auf jeden Fall schon mal ein schönes Thema, worüber man sich Gedanken macht. Dann habe ich hier die Vier der Kelche. Es mag sein, dass du so beschäftigt bist mit diesem Blick auf die Zukunft und mit diesem Gut, wenn ich das bekommen habe, wenn ich das geschafft habe, wenn ich das erfolgreich abgeschlossen habe, gesiegt habe, was auch immer das für dich, das ist ja eine Energie, was auch immer das für dich in deinem Leben bedeuten mag, ja, dass du so fixiert darauf bist, auf das, was du im Kopf hast, was du schaffst, dass du im Prinzip noch weitere Chancen oder nicht weitere Chancen, ich bekomme hier mehr so Erweiterungen, die am Wegrand warten, ja, als ob du irgendetwas hast und dir überlegst, was mache ich damit und das Universum sagt, aber schau mal, nimm doch dies und das und jenes noch mit. Und du siehst das aber gar nicht, weil dein Blick so fixiert auf das ist, womit du beschäftigt bist. Also du könntest noch mehr draus machen, wenn du die Augen offen hast und dann habe ich hier die Stärke. Ja, und wenn es uns gut geht, wenn die Dinge laufen, wenn wir erfolgreich sind, ja, wenn wir auch die Früchte unserer Arbeit, unserer Mühen in den Händen halten, dann ist es auch immer recht leicht, seine eigene Kraft zu umarmen und sich an dem zu erfreuen, was man geschafft hat. Und ja, diese Energie liegt hier für den Krebs im August. Und wir schauen uns das im Süden an, auf der Feuerebene. Das sind die Stäbe im Tarot und wir haben hier die Ideen, Wünsche und Impulse. Und ich habe hier die drei der Münzen. Ja, also es mag sein, dass du hier auch wirklich noch am Planen bist, dass du einerseits im Kopf so am Planen bist, was du gerne tun möchtest. Ja, wir haben hier die drei Kelche, da die drei Münzen, das vierte kommt noch dazu und dass aber in dem Moment, wo du im Prinzip planst, was du tust, du auch schon so den Gedanken hast, was mache ich damit, wenn ich fertig bin damit? Ja, das ist zum Beispiel ganz oft so, dass wenn man etwas Neues lernt, ja, wenn man sich irgendein neues Wissen aneignet, ja, das kann zum Beispiel, das kann alles Mögliche sein, irgendetwas, was man sich aneignet an Wissen und dass man im Kopf aber dann auch schon so weit ist, dass man sich überlegt, was mache ich damit, wenn ich das kann? Was mache ich damit, wenn ich das fertiggestellt habe? Es mag sein, dass hier auch nochmal eine Möglichkeit auf dich zukommt, an die du nicht mehr geglaubt hast. Ja, irgendetwas, was in der Vergangenheit eben nicht geklappt hat, weil vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt dazu da war oder du nicht die notwendigen Ressourcen hattest. Und so kann es sein, dass hier einfach etwas Altes zu dir kommt, dass eine alte Idee nochmal wiederkommt, aber ich sehe diese alte Idee in einer anderen Form. Ja, also irgendetwas, wo du schon mal dran gedacht hast, was du aber dann nicht machen konntest und wo du quasi merkst, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um das zu tun. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um ja, damit vorwärts zu gehen. Und dann habe ich hier die Mäßigkeit. Ich sehe hier einerseits neue Hoffnung und auch so ein gewisses Fließen, aber es geht durchaus auch langsam voran. Also das, worüber wir hier reden, ist nichts, wo man eben mal Schnipp macht und
dann ist das von heute auf morgen erledigt, sondern wir reden wirklich über einen Arbeitsprozess, über einen Lernprozess, der dich weiterbringt und der dich eben befähigt, hier dann auch nochmal neue Sachen zu tun, ja, aufgrund von dem Wissen, was du dir aneignest, von den Fähigkeiten, die du erlernst. Und ja, eigentlich liegt das hier sehr gut und hoffnungsvoll und harmonisch und bringt eben auch wie so einen neuen Tag in deinem Leben. Ja, also ich bekomme hier so dieses, dass wirklich so ein neuer Tag beginnt, ein neues Leben beginnt. Aber es braucht noch einen Entwicklungsprozess bis dahin, ja, auch wenn du dir schon überlegst, was du damit tust, ja. Es kann ja zum Beispiel auch sein, du planst einen Urlaub und du überlegst dir, wie komme ich da hin, wie mache ich das alles, und in dem Moment weißt du aber auch schon, wenn ich da bin, dann mache ich dies und das und jenes. Also so eine Energie ist das, ja. Einerseits bist du noch in der Planung, ist es noch nicht umgesetzt, andererseits weißt du aber auch schon, was du damit machst, wenn du damit fertig bist, wenn du damit erfolgreich bist, ja. Wir schauen weiter in den Westen, in das Wasserelement, in die Kelche im Tarot, hoppala. Da haben wir die Gefühle, die Liebe, auch die zwischenmenschlichen Beziehungen und die Freundschaft. Und wir haben hier die sieben der Stäbe. Ja, das ist so, was ich hier so bekomme, ist so dieses, das ist hier mit dem Plan verbunden, so dieses, wie so ein Stoßgebet an den Himmel, das einfach sagt, mach, dass das alles gut geht. Mach, dass das alles gut geht, weil mein Herz daran hängt, und hilf mir, Konflikte in mir zu lösen, hilf mir, Hindernisse zu überwinden oder wenn möglich, mich gar nicht erst so tief zu verstricken, dass Blockaden und Hindernisse entstehen, ja. Also das scheint mir hier schon ein Herzensprojekt oder ein Herzenswunsch zu sein. Ja, irgendetwas, was möglich wird, was umgesetzt werden darf. Ja, und da kommt das Rad des Schicksals dazu. Also schon auch so dieser Fingerzeig von oben, diese glücklichen Fügungen, sodass du irgendwo das Gefühl hast, es soll so sein, es ist bestimmt und der richtige Zeitpunkt ist jetzt. Ja. Und was du auch merkst, ist, dass manchmal ist es schwierig, nach vorne zu gehen. Manchmal ist es schwierig, in die Veränderung zu gehen. Ja, auch wenn das eine positive Veränderung ist. Ja, und manchmal hält uns das, was wir gerne haben, was uns lieb und teuer ist, einfach zurück, wenn wir uns verändern wollen. Ja, und diese Karte, die sagt eben einfach nochmal, halte nicht an den Dingen fest. Ja, die Dinge verändern sich so oder so. Ja, ich gebe ja immer gerne auch mal ein Beispiel. Mag sein, du möchtest hier dich beruflich verändern und einfach woanders arbeiten, in einer anderen Position, anderes Gehalt und so weiter. Du weißt aber, du kommst in deinem Team, in deinem jetzigen Job mit den Arbeitskollegen gut klar. Und wenn du dich veränderst, würden sie dir fehlen. Und du würdest möglicherweise den Kontakt zu ihnen verlieren, ja? Dann sagt diese Karte, wer weiß, vielleicht verändern sich diese Kollegen auch. Und es würde sich sowieso auch dort verändern und auflösen, dass es eben nicht mehr so ist, wie es heute ist, weil sich alle Dinge immer entwickeln. Alles ist immer in Bewegung, ja? Und von dem her sagt diese Karte, folge dem Weg, der sich vor deinem inneren Auge abzeichnet, ja, und halt dich nicht an den Dingen fest, die im Hier und Jetzt gerade gut sind, weil du keine Garantie dafür hast, dass es in der nahen oder fernen Zukunft noch ebenso gut sein wird, ja, alles kann sich immer verändern, ja, es mag sein, du lebst an einem Ort und der Ort verändert sich und du bist dort nicht mehr glücklich, also von dem her, wir schauen uns das Ganze im Norden an, im Erdelement, und ich habe hier den Ritter der Münzen. Und der Ritter der Münzen ist ja einfach immer jemand, der sehr zuverlässig vorangeht. Es ist nicht der schnellste Ritter von allen, aber es ist der Ritter, der am meisten Substanz hat in dem, was er tut, weil das, was er tut, Hand und Fuß hat und immer von Dauer ist. Ja, also der Weg, der sich hier
abzeichnet, den du nach vorne gehen kannst, der hat einfach etwas von Dauer und von Überdauern. Ich sehe diesen Weg gesegnet mit Freude, mit Zufriedenheit, mit lieben Menschen an deiner Seite, ja, und wirklich so purer Freude, Herzensfreude, ja, Freude über das, was du erreichst, Freude über die glücklichen Fügungen auf deinem Weg, und die Freude überwiegt diese Wehmut von dem, wo du das Gefühl hast, du möchtest es nicht loslassen, um ein Vielfaches. Und wieder die zwei der Stäbe. Ich meine, diese Karte war für den Krebs auch im Juli schon bedeutsam. Da ging es ja darum, dass du auch in Begleitung vorangehst, ja, wie auch immer diese Begleitung aussieht. Und von dem her, ich sehe eben auch hier, dass du deine Welt mit jemandem teilst. Ja, das mag ein einzelner Mensch sein, ein Partner, eine Partnerin, das können Freunde sein, das können Kollegen sein, wie auch immer. Aber ich sehe, du gehst nicht alleine voran, sondern du stehst hier in deiner Kraft und du hast auch Menschen an deiner Seite, die deinen Weg bereichern und dich in dem, was du tust, unterstützen. Und hier kommt noch eine Botschaft für den Krebs. Wie schön, die Gottesgeschenke. Erzengel Sandalfon, wir Engel bringen dir die Geschenke deines Schöpfers. Öffne deine Arme, um sie zu empfangen. Ja, lieber Krebs, soweit ein Einblick in die Energien des August für dich. Ich hoffe, die Legung war dir hilfreich, konnte dich ein bisschen motivieren und inspirieren. Ich freue mich wie immer riesig über Likes und Kommentare und natürlich auch über Kaffee und Super Thanks. Wünsche dir alles Liebe, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.